Herr Schmidt, vielleicht würden Sie noch mal kurz skizzieren, welche Schwerpunkte das Programm hat. Ja. Also ich möchte erst noch mal ganz kurz auf Rahmenbedingungen eingehen. Es ist so, dass das Förderprogramm eine Laufzeit von 3 Jahren hat. Wir haben in diesen 3 Jahren gemeinsam ein Fördervolumen von etwa 270.000 Euro zur Verfügung, die wir für einzelne Maßnahmen einsetzen können. Es wird nicht so sein, dass wir dieses Geld als öffentliche Träger einsetzen können, sondern wir müssen, und das wollen wir natürlich auch, mit Vereinen, mit Organisationen kooperieren, die dann das Geld für Maßnahmen einsetzen. Das heißt, wir reichen das wirklich weiter. Das Geld ist ein durchlaufender Posten. Ich denke, damit kann man einiges bewegen in Einzelprojekten. Und es wird so sein, dass wir ganz gezielt jetzt auf zivilgesellschaftliche Akteure zugehen, zum Beispiel Jugendring, Sportkreis, Bündnis gegen Nazis gibt es hier in Wetzlar, Junge Wetzlar gegen Rechts. Also das sind alles Organisationen, die wir ansprechen wollen. Einerseits über die Befragung, aber auch nochmal in gezielten Einzelgesprächen, um einfach da auszuloten, was gibt es an Ideen, an Möglichkeiten, um präventiv gegen diese Tendenzen, die eben Herr Dette und Herr Kaufmann-Uhl geschildert haben, entgegenzuwirken. Es geht also auch darum, wirklich präventive Ansätze zu finden, damit gar nicht erst dieses Gedankengut, sage ich mal, immer weiter Raum greift und in immer mehr Köpfen, man kann wirklich sagen, rumspuckt. Und wer uns dabei unterstützen wird, ist die Frau Hans, die wir als externe Koordinatoren praktisch jetzt nochmal einsetzen in diesem Förderprogramm. Sie wird beschäftigt sein bei der QAP und wird uns also den Herrn Bär und mich unterstützen mit einem Umfang von ca. 15 Stunden in der Woche, 15 bis 20 Stunden, und wird auch als Ansprechpartnerin dann für die Vereine, für Organisationen, die wir ansprechen, dienen, damit wir das also alles wirklich auch vernünftig koordinieren können. Denn wie es immer bei Förderprogrammen gibt, es gibt auch eine Menge Regularien, die zu beachten sind, aber trotzdem ist das Programm so ausgelegt, dass wir wirklich eine Chance sehen, individuell präventiv zu wirken in diesem Bereich und wirklich auch was anzuschieben, das muss man sagen. Von der Zielgruppe her möchte ich nochmal das kurz beschreiben. Es geht um junge Menschen, ich sage mal im Alter zwischen 15 und 30 Jahren in etwa, weil wir einfach gemerkt haben, dass natürlich Leute, die für radikales Gedankengut interessieren wollen, natürlich bei Jugendlichen oft ansetzen, weil die auch leichter zu beeinflussen sind über Dinge wie zum Beispiel Medien, wie man sehr gut an sie rankommt. Aber es sind natürlich auch dann junge Erwachsene oder bis an die 30 Jahre alte Personen, die immer noch politisch in der Orientierung sind, auch wertemäßig in der Orientierungsphase, aber trotzdem schon sehr radikal sein können. Ja. Und wir versuchen im Grunde genommen, da so den Nährboden zu entziehen, dass sich das nicht weiterentwickelt. Was wichtig sein wird, wir werden zusammen auch in Kooperation einen Begleitausschuss bilden, der dann im Grunde genommen sich die Anträge der einzelnen Organisationen zu dem Thema ansieht und dann gemeinsam eine Entscheidung trifft, welche Projekte wir fördern können, weil, wie gesagt, das Volumen ist begrenzt. Wir können natürlich wahrscheinlich nicht jede Maßnahme fördern, die vorgeschlagen wird, aber wir werden transparent in diesem Begleitausschuss dann wirklich auch eine Entscheidung treffen, die für alle nachvollziehbar ist. Und wo wir den Ansprüchen, denke ich, des Förderprogramms, aber auch jeder Region gerecht werden. Ja, bitte, Herr Behr. Ja, der Herr Schmidt und Vorredner haben ja schon ausgeführt, was die Beweggründe waren. Wir als Kreis sind sehr froh, dass wir in dieser wichtigen Frage der Bekämpfung von radikalen Tendenzen zunächst mal eine gemeinsame Basis gefunden haben, Maßnahmen zu installieren. Wir sind besonders froh, dass wir die externe Koordinierungsstelle bei der kreiseigenen Gesellschaft der GWAB ansiedeln konnten. Das ist eine besondere Nähe, die da ist. Da gibt es viele Verbindungen. Die Frau Hans wird ihre Büroräume bei uns haben. Wir haben als Kreis Wahrnehmungen im Bereich radikaler Tendenzen über die kommunalen Jugendpflegen, mit denen wir einen fachlichen Austausch pflegen, die sicherlich auch das ein oder andere beitragen werden über entsprechende Kontakte in ihre Kommunen, in die Vereine, wo wir hoffen, dass wir viele, viele Träger finden, die Maßnahmen umsetzen. Frau Hans wird die Beratung da vornehmen. So, das, was wir, glaube ich, an dieser Stelle sagen können für den Kreis. Will noch jemand von den anderen Anwesenden? Bitte, Herr Reuter. Ja, vielen Dank. Ganz kurz vielleicht noch als Ergänzung. Wir hatten ja Ende Mai erst einen Referatsleiter aus dem Landesamt für Verfassungsschutz in Dillenburg zu einem Vortrag, der sehr deutlich gesagt hat, dass der Lahn-Dill-Kreis neben 2 anderen Kreisen, Regionen in Hessen nach wie vor eine Hochburg sein. Ich höre das nicht so gerne. Ja. Er wies darauf hin, dass
sich die Lage beruhigt habe, insbesondere nach dem Brandanschlag und den darauffolgenden Strafverfolgungsmaßnahmen, aber bei weitem nicht entlastet sei. Und das ist genau der Punkt, den wir immer wieder auch in unterschiedlichen Zusammenhängen sehen. Wenn wir heute in die Zeitung schauen, gibt es einen Bericht über eine Schlägerei auf einer Kirmes in einem Ort im Lahn-Dill-Kreis. Da gab es einen Hitlergruß zu später Stunde. Und ein aufrechter Mensch, sage ich mal, Sie haben es schön beschrieben, der tatsächlich aus der Mitte der Zivilgesellschaft hinzugeht zu dieser Gruppe und sagt, was soll das, wird verprügelt. Und das sind die Dinge, mit denen wir uns vor Ort auseinandersetzen müssen, wo wir auch tatsächlich in den unterschiedlichen Zusammenhängen, die wir in der Jugendhilfe haben, auch vertiefend wirken wollen. Wir dürfen nicht glauben, das sei jetzt eine Randerscheinung geworden. Die Kommunalwahl war erst, die NPD hat unter 5%, weit unter 5% zum Glück bekommen, aber wir haben einzelne Ortschaften, Gemeinden, wo es auch über 5% nach wie vor ist. Das heißt, wir müssen aufpassen, es gibt ein Kardinalproblem, das heißt Angst. Angst vor Fremden, möglicherweise auch Angst vor Vielfalt. Das Vorgängerprogramm hieß ja Vielfalt tut gut. Und das ist genau die Linie, die wir mit den unterschiedlichen Programmen dann auch verfolgen wollen. Den jungen Menschen auch erkennbar werden zu lassen, dass Unterschiedlichkeiten zum Leben dazugehören, dass Vielfalt tatsächlich bunt sein kann und das Leben auch ein junges Leben bereichern kann. Ja, vielen Dank. Ich denke, das war nochmal sehr pointiert und deutlich die Zielrichtung mit unterstrichen, die wir hier mit diesem gemeinsamen Programm auf den Weg bringen wollen. Und jetzt geht es darum, über die Bestandsaufnahme, über die Umfrage erstmal zu eruieren, wie wird das von den entsprechenden Vereinsverantwortlichen, Organisationsverantwortlichen eingeschätzt und darauf reagierend dann einzelne Projekte auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, wir sind auch gerade offen für Vorschläge kreativer Art, um an die jungen Menschen mit heranzukommen. Und man muss eben aufpassen, dass man nicht nur immer mit dem erhobenen Zeigefinger herumläuft, weil das manchen abschreckt, sondern da brauchen wir kreative Ideen, wie man an die Meinungsbilder mit herankommt und ihnen auch deutlich macht, dass Toleranz und der gegenseitige Respekt ein essentielles Merkmal einer demokratischen und zukunftsgerichteten Gesellschaft mit ist. Gibt es Fragen Ihrerseits? Wie sieht die Bestandsaufnahme konkret aus und wie geht es dann weiter? Es wird so sein, wir haben also einen Fragebogen entwickelt, zusammen mit der Uni Marburg. Dieser Fragebogen wird jetzt über einen ziemlich großen Verteiler, sowohl im Lahn-Dill-Kreis wie auch hier in der Stadt Wetzlar, an eigentlich alle Organisationen versandt, wo wir den Eindruck haben, dass sie regelmäßig und intensiv mit dieser Zielgruppe, die ich eben beschrieben habe, ich sag mal junge Menschen zu tun haben, ja, um einfach deren Eindrücke mal abzufragen, sowohl in ihrem näheren Umfeld wie auch so in der Wahrnehmung im weiteren Umfeld, in die Aktivitäten, zum Beispiel in einem Verein, gibt es da Tendenzen zur Radikalität, äußern sich junge Menschen in der Richtung, gibt es vielleicht sogar schon ganz konkrete Vorschläge, wie man reagieren möchte. Also da gibt es auch eine Möglichkeit in dem Fragebogen, dass man da schon ganz konkret Vorschläge machen kann. Wir werden diese Ergebnisse natürlich dann weiterverarbeiten mit Hilfe der Uni Marburg und werden dann in der öffentlichen Veranstaltung die Ergebnisse darstellen, natürlich dann anonymisiert, sodass also nicht dann da einzelne Organisationen jetzt intensiv ins Gerede kommen, sondern es geht uns dann darum, in einem zweiten Step, nachdem man die allgemeine Problematik dargestellt hat und welche Schattierungen die hat, dass man dann nochmal hingeht und in gezielten Einzelgesprächen auf die Organisationen, die konkrete Handlungsvorschläge machen, die eine Problematik beschreiben im Fragebogen, dass man mit denen dann ins Gespräch kommt und versucht gemeinsam ein Projekt zu entwickeln, was förderfähig ist, und was auch wirklich präventiv wirken kann in dem Bereich. Also so ist der Vorgang. So, dass wir im Grunde genommen neben einzelnen Maßnahmen, Vorschlägen, die wir jetzt schon konkret haben, dann wirklich ab nächsten Jahr im Grunde genommen ein ziemlich breites Portfolio haben von Ideen, von Maßnahmen, die wir initiieren wollen, um dann auch wirklich vernünftig mit dem Geld etwas umzusetzen. Wie könnte so ein Projekt konkret aussehen? Das könnte zum Beispiel ein Projekt sein, dass wir sagen, zum Beispiel hier das Bündnis gegen Nazis hat es schon mal überlegt, dass sie gezielt Infoveranstaltungen in Wetzlarer Schulen machen wollen. Ja? Wo sie sagen, okay, dazu brauchen wir aber erst nochmal eine fachliche Beratung, auch wie man das am besten pädagogisch aufzieht, mit wem man zusammenarbeiten kann. Das könnte eine Maßnahme sein, wo man sagt, okay, das fördern wir mit einer bestimmten Summe, da tun wir uns noch eine externe Begleitung hinzuholen, die das fachlich berät.
Und dann wird es konkret an Schulen durchgeführt. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Oder man kann auch ein Jugendparlament wiederbeleben. Ja? Man kann dort ansetzen. Da geht's also es gibt vielfältige Möglichkeiten, die bis hin zum Sport mitgehen, weil dort ja nun gerade auch viele Jugendliche unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Und wir werden auch versuchen, da natürlich Synergieeffekte auch mit der Modellregion Integration hinzubekommen, wo ja ähnliche Zielsetzungen mit sind, Menschen unterschiedlicher Herkunft, kultureller Identität zusammenzubringen, Vorurteile abzubauen. Also da gibt es gewisse Überschneidungen und ich denke, das sollte man dann auch miteinander vernetzen. Und der Zeitrahmen, also die öffentliche Veranstaltung? Also die öffentliche Veranstaltung, die wollen wir im November durchführen. Da sind wir jetzt noch an der Terminabstimmung, es wird Mitte November sein. Und bis dahin müssten auch die Ergebnisse vorliegen, sodass man also da vielleicht schon mal einen ersten Einstieg machen kann, aber wir werden auch diese Ergebnisse der Befragung auf jeden Fall dann Anfang nächstes Jahr nochmal vertiefen und dann natürlich auch regelmäßig mit dem Begleitausschuss das halt rückkoppeln, denn wir haben ja da auch ein Entscheidungsgremium, was sich natürlich auch die Vorschläge zu Maßnahmen halt darstellen lässt und dann eine Entscheidung trifft, welche Bereiche werden jetzt gefördert. Aber die öffentliche Veranstaltung wird also im November der erste stattfinden. Den finde ich persönlich sehr wichtig. Also es geht darum zu gucken, welche zivilgesellschaftlichen Akteure kann man hier gewinnen, was machen die? Und es wird nicht nur abgefragt, sehen Sie die Gefahrenlage, sehen Sie rechte Jugendlichen zum Beispiel, die drohen sich zu radikalisieren, sondern es wird auch gefragt, wie sind Sie da bisher mit umgegangen, wo haben Sie gute Erfahrungen gemacht, was war Ihre Strategie bisher? Und da wird sich dann zeigen, welche Akteure haben wir hier im Gebiet, die Ideen haben, die sie einbringen, die auch schon auf Erfahrungen zurückgreifen. Und dieser lokale Aktionsplan setzt genau da an, zu sagen, wir nehmen das, was wir haben vor Ort und das versuchen wir zu pushen, zu fördern und da neuen Schwung reinzubringen. Also das halte ich für ganz wichtig, dass man sich die Ressourcen der Gegend anguckt, nicht nur auf die Defizitseite, sondern auch auf die Ressourcenseite geht. Und alle Träger von Projekten müssen gemeinnützig sein. Also es ist die Zivilgesellschaft, die angesprochen wird. Ja? Und die stellen können Projektanträge stellen. Und da denke ich, muss man gucken, wer kommt und ob der jetzt aus dem Kreis, aus dem Land kommt. Die Bevölkerung ist dieselbe, sag ich mal, zumindest in Teilen. Und da wird man dann sehen, in diesem Begleitausschuss, der auch zumindest 50% aus der Zivilgesellschaft besetzt werden muss. Auch nochmal ganz wichtig. Ja? Also es werden keine Ämter sein, keine beim Politiker, die dann da entscheiden, sondern die Akteure vor Ort werden damit eingebunden. Hat der Schmidt ja auch schon gesagt, die Bündnis gegen Nazis oder wie Sportvereine. Oder welche